Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft-Pixelmon Let's Play. Jo, ich habe kürzlich nochmals nachgeschaut, alles ist sehr versteckt. Und ja, es gibt eine 1.20.2-Version, glaube ich, oder 1.20.4-Version. Aber da es dort auch nicht so gute Mods gibt und wir jetzt nicht mehr neu anfangen wollen, tun wir das einfach jetzt mal ein bisschen wegdenken, wenn es halt so extremst versteckt ist. Auf einer zweiten Webseite und so kann man halt nichts dafür, dass man das nicht findet. Also werden wir die wenigsten finden. Jo, und genau, ein paar Sachen haben sich auch nochmals beendet. Geht ja scheinbar nicht. Müssen wir noch kurz schauen, dass das wieder ein bisschen. Ach komm schon. Wo ist das Mob-Menü hin? Okay, machen wir das einfach nicht. Also der Physik-Mods wurde wahrscheinlich wieder überarbeitet. Oder wir gucken schnell mal kurz in die Steuerung. Physik-Mod. Gibt es irgendwie nicht. Physics-Mod war damals noch recht schlecht, habe ich irgendwie das Gefühl. Wir sind erst spät in den mehr höheren Versionen reingekommen. Also ich sehe jetzt gerade nirgendwo ein Physik-Ender-Ding. Keine Ahnung. Okay, schade. Aber wir gehen mal kurz raus, weil hier ist die Mods genau. Also, wo haben wir Physik-Mods? Das ist immer so nervig. Man sieht einfach nicht die Mods richtig. Und. Oder was? Bei Option. Physik-Settings hier. Okay, dann muss ich unbedingt. Ey, wieso? Wurde das wieder resettet? Das ist so dumm. Immer auf 60. Also, ja, machen wir mal so. Und da müssen wir leider wieder rein. Wieso sind Modder so nervig im Zusammenbau von den Menüs? Weil keiner will herumforschen, jeden Mod halt so schlecht lesen können und so. Das wollen die Leute nicht. Wieso haben wir Eisenerzblöcke? Ist es damals noch nicht so gewesen? Oder erst später mit 1.17 oder so gemacht? Okay. Ja, egal. Aber wenn man etwas auf die Schnelle nicht erkennt, weil alle zum Beispiel weiß sind oder auch kein Symbol dasteht, dann ist es einfach nur Faulheit. Und so Let's Player oder Livestreamer müssen das im Park noch langsam finden oder so. Das könnte man auch ein bisschen beschleunigen. Das ist krass. Ich finde es cool, wie die Blätter aber hier runterkommen. Sieht sehr schön aus. Wow. Also die Standardeinstellungen von Physik-Mods sind katastrophal nicht Gameplay-basierend. Das könnten sie mittlerweile, vor allem in der 1.20.4-Version, ändern. Das bringt niemandem etwas. Das ist völlig übertrieben eingestellt. Naja. Also, wir gucken mal noch kurz ein bisschen um den Wald oder so. Haben wir nicht hier irgendwo noch gesehen? Da gibt es noch ein paar Steine, Felsen. Und ja, wir sind ja eigentlich voll. Wir müssten eigentlich so langsam wieder zurückgehen. Genau, wir haben ja dieses Woli gefangen und das möchte ich gerne ein bisschen trainieren noch. Ist aber ein bisschen low-leveliger und hat jetzt doch, es hat volles. Welcher Knopf ist das? Umequippen. Ja. Muss ich eigentlich noch Ding? Ja, müssen wir auch nachschlagen, weil das natürlich auch wieder sehr verzwickt ist, schwer zu machen. Nächste Pokémon.
Nächste Partyslot unten. Absteigen, Pokédex, Pokémon auswählen. Zieh Pokémon aus, wenn V. Nein. Krass, wie viele Sachen einfach nicht gut eingestellt sind. Ja, und wo ist es jetzt wieder? Hä, wo ist es jetzt hin? Da. Pokémon aussenden, ist klar. P-Konfigurationsmenü. Ja, oben, unten, unten, welche... Ah, Fullscreen-Map, das ist so dumm. Braucht doch niemand. Okay, gut, dann muss ich ja die Pfeiltasten drücken. Aber umstellen kann ich jetzt gerade momentan nicht. Ich weiß nicht, welche Taste frei ist. Was ist das denn bitte? Ist das ein Krater oder so? Okay, krass. Gehen wir gleich mal hin. Aber aus dem Wasser, bitte. Das sind geile Sachen neu dazugekommen. Die Stadt ist wirklich vom neuesten Pixelmon-Patch. Sehr, sehr geil. Das sind Ruinen hier. Ist das eine Stadt? Ja. Wow. Ist eine Schule oder so? Blaue Bärenbretter. Okay. Hier haben wir vielleicht noch ein paar Sachen. Jo, gute Sachen. Also mache ich hier mal ein Ding. Dann erkunden wir gleich mal. So, dann machen wir mal Ruinen im Stadt. So, ja. Dorf. Ruinen. Das ist ja nicht eine Stadt. Gut, wir müssen zurück zum Lager. Blub. Was ist denn das für ein Baum? Ah, das ist jetzt einfach der erste Schritt dafür. Ein Setzling sozusagen noch. So, können wir die Bären direkt anpflanzen? Das ist die Frage. Birkenkätzchen. So, Leber können wir mal mitnehmen. Tippetrank möchte ich nicht mitnehmen, also ich behalte jetzt einfach nicht so viel. Plottbälle brauche ich. Und Eisen jetzt nicht. Also, und genau, Jo. Genau, die zwei Bären pflanzen wir jetzt an. Ich sage mal hier drüben am besten. Zum Beispiel hier. Wie das geht. Hier. Ja, immer nur einen. Hier ist ja sonst nichts. Das ist eigentlich mit den Bäumen, die gehen ja nicht zum Umfallen. Ja. Wir müssen einfach die neuen Bäume hinpflanzen. So, der große Baum aber mache ich schon mal weg. Wir brauchen ja sowieso Holz. Gut, hier haben wir Fragen. So, da lang. Da oben haben wir noch einen. Ja, danke schön, liebe Bitte. So, dann können die gut wachsen. Prima. Ich möchte auch tauchen. So. Und, hallo Teddy Urso, du bist hier auf dem Feld. Kartoffeln haben wir schon mal. Okay. Die braten wir. Eisen. Gut, brauchen wir irgendwie einen Pokéball nicht. So, Hyperbälle.
glaube, die sind hier am stärksten über Welle, ich glaube schon. Steht das irgendwie? Zweimal höhere PV-Mulotte, 1,5, ja, das sind die stärksten. Die lassen wir mal drin. Das haben wir bald wieder voll. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Und ich denke, ja, wir können alle Sachen mitnehmen, die hier sind. Vor allem die Werkbänke. So. Hier haben wir keinen, hier haben wir einfach Fässer. Nehmen wir die Sachen auch mit, bauen also das ab hier. Und, eine versteckte Kiste, sehr schön. Plasma-Oberteile, okay, cool. Silizium. Okay, sind wir schon ein bisschen geschützt. Weiß gar nicht, wir brauchen nur keine Rüstung. Ich tue sie mal nicht benutzen, sonst geht sie kaputt. Hallo. Lachendes Pokémon. So, was haben wir denn hier? Hallo. Ist das ein böser Trainer? Ja, er greift an. Ein Nugget, schön. Ein Geistjuwel. Sehr interessante Sachen. Plasma-Hosen. Okay, da geht's nicht hoch. Was haben wir denn hier? Ist das ein Plasma-Helm? Lassen wir noch hier. Weiter hoch geht's scheinbar nicht. G-Galaktik, oder? Okay, rote Beete. Die Frage ist immer, ist hinten dran noch etwas, wenn sie so aufgeteilt sind? Nö, nicht so viele Sachen. Dann haben wir hier oben einen Tisch. Gleiche Gebäude, nur gedreht vom Anfang. Okay, hier oben könnte noch etwas sein. Eine Musikbox. Okay. Ist hier oben noch etwas? Nee. Eine schöne Stadt. Ist doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Und diese Arena, ist die irgendwie... befüllt mit Trainern? Kann der etwas abholen? Ein Klonkit. Okay. Was ist das hier? Eine Arc-Challenge. Okay, scheinbar irgendwie ein Ort, um irgendwas zu beschwören oder ja, auszuführen, eine Mission oder so. Interessant. Ja, dafür habe ich keinen Platz mehr. Ja, gut. So langsam fehlt mir wirklich. Ich tue jetzt einfach Plasma-Helm tragen. So. Und dann, ja, mal wieder etwas rein hier. Kürbiskuchen kann ich später abholen. So. Und die wichtigen Sachen mitnehmen. Ja, es gibt zu viele Items. Wir hätten viel weniger Items platzieren sollen. Zauberwasser haben wir, glaube ich, auch schon gefunden. Aber nicht mehr. Zum Moment. Ja. Hier nach oben noch.
Okay. Da oben ist nie sonst etwas. Na, der Helm wollte ich noch mal sehen. So, Galati weg. Okay. Nice. Da ist der Ausgang. Und dann haben wir noch zwei von diesen Gebäuden, glaube ich. Auch mit verschiedenen Sachen. Die man schon gefunden hat. Okay. Und du bist ein Attackenlehrer. Für Wooly. Unheilböen, Zertrümmer, Flammen, Impuls. Rollentausch. Oh, geil. Kann man das eigentlich abbauen? Okay, nice. Zeus, glaube ich, sagt man, ist eines der mächtigsten Pokémon. Ist, glaube ich, der Gott der Pokémon. Und deshalb nicht am stärksten, glaube ich, aber einer der stärksten und mächtigsten. Okay, gut. Noch mitnehmen. Also, super. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal zurück. Sieht geil aus hier. Mit den Glasfenstern. Lager was. So, jetzt können wir kurz schlafen hier. Ich glaube, wir gehen kurz mal wieder in die Stadt. Ich möchte ja noch leveln. Okay, rote Beete noch irgendwie anpflanzen. Ja, da. Also. Ja, jetzt schon wieder voll. Hm? So, neben dran machen. Dann nochmals irgendwann mal sortieren, aber jetzt gerade nicht. Jetzt bin ich mich selber nicht motiviert dazu. So, also. Bäume mal weg. Die wollen wir ja sowieso anders anpflanzen. Oh, das ist leider auch wieder ein großer Baum. Schade. Also ja, wir sind jetzt nur in dieser Region mit den alten Bäumen, sonst nehmen wir die neuen Bäume. Die fahren ja um. Also wir werden einfach irgendwo unser Haus anders bauen und nicht hier. Das ist nur das Lager. So, wunderbar. So. Oh, die Bäume habe ich gar nicht mehr dabei. Ja. Und können wir noch mehr Sachen anpflanzen? Kürbiskerne, Bambus. Also. Ah, die muss ich ja noch klein machen. Nein, geht nicht gar nicht. Hey, ist das schon immer nicht gegangen zum Anpflanzen? Okay, das ist ein bisschen doof. Kerne haben wir aber noch nicht gefunden. Doch, dann pflanzen wir die da, dass die Kürbis in die richtige Seite wachsen. So. Gut. Also in der Nähe der Ruine würde ich schon gerne irgendwo wohnen. Zwar ist hier wirklich schön, ja, wir könnten die Bäume halt auch immer einfach anpflanzen, wegmachen, wieder anpflanzen. Aber die ganze Region ist ja nicht so. Also lieber doch nochmals irgendwo
schöner aussieht nochmal. Ja. So, aber ich möchte unbedingt meinen Bautz wieder zu mich holen. Das hat mich so lange aufhalten lassen. Eine Setzlinge mitnehmen. So. Okay, ja, den Baum kann ich noch kurz machen, das lege ich im Weg. Sehr gut. Also, ich möchte gerne einfach nur weggehen. Also. Okay. Sieht immer so lustig aus, wenn so die ersten dicken Blätter kommen. Knofenser Level 5. Level 6, okay. So, du tust mal Doppelkick. Ist nicht sehr effektiv, okay. Wir nochmals, wir sind vergiftet. Ja, und jetzt. Dankeschön, aber nein. Pokebälle. Pokeball reicht, komm schon. Ich möchte ein Knuffelchen. Schön, wir haben unser drittes Pokémon. Das ist ziemlich schnell. Wieso gehen die Blätter nicht weg? So, man kann eine Bahn viel besser machen. Gut, wunderbar. So sind wir gerade sehr in der Nähe. Alles okay. Also, da ist die Tür. Perfekt. Ah, mit dem Boot geht's natürlich schneller. Also, komm kurz in den Poké Center. Das ist wahrscheinlich dort hinten rechts. Ja. Gehen wir mal auch in die Richtung ein bisschen erkunden. Na, hier ist ja Mesodium, genau. Der rote Sand dort hin. Ist eine rote Boje. Kommen wir hier hoch? Das ist also ein Gangmitglied. Kommen wir hier hoch? Nee. Hier kommen wir hoch, okay. Sehr gut. Das ist, glaube ich, kein Pokécenter. Das Post. Waren wir hier schon mal drin? Sieht nicht so aus. Cool, noch weiter oben. Was ist denn da oben? Oh, eine Profi-Angel, danke schön. Ein Bienenstock. Ich habe ja keine Bienen, deshalb brauche ich die. Sehr gut. Neue Bären, sehr schön.
Schmelzer. Schwarze Kuhmilch. Nee, grau, oder? Davon müssen wir nicht mehr mitnehmen. Wir haben schon wieder alles voll. Wie unser Inventar einfach so übertrieben schnell voll ist. Aber dafür haben wir ja den Backpack-Mod. Da müssen wir einfach irgendwelche Ruinen oder so finden, wo dann ja die Backpacks drin sind. Okay, ist das hier der Poké-Center? Nein, das ist das gleiche Gebäude nochmals. Waren wir überhaupt in einem Pokémon-Center? Ich glaube nicht. Ja, und wie soll ich denn irgendwas heilen, wenn ich... Das ist auch im gleichen Gebäude. Okay. Ein bisschen verwirrt. Ist das das Pokémon-Center dort? TCG, das ist Trading Card Game. Cooles Pokémon ist man, oder? Kenn ich gar nicht. Okay, auch das falsche Gebäude. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen länger warten. Das ist das Pokémon Center dort. Da waren wir doch kurz drin. Ja, und wie kommt man denn dorthin? Oh Gott. Das wurde wieder so geplatziert, dass man fast nicht hingehen kann. Es war so nahe, das ist aber auch nicht gut erkennbar. Auf dieser Seite erkennt man es fast nicht, außer das Glas und ein Kreuz drauf. Also hinter der Daycare, okay. Da. Dankeschön und auf Wiedersehen. Nicht so lange bleiben. Ist ein Ei. Kann man die Eier mitnehmen? Muss ich mir merken hier. Kann sie jetzt nicht mehr mitnehmen. Und ja, ich kann auch nicht hier runter. Haben wir das Boot mitgenommen? Scheinbar nicht. Das Boot war irgendwo hier hinten. Da links dann, oder? Ist es das Boot, was sie hier haben? Komisch. Papier brauche ich nicht. Aber wir sind doch hier irgendwo hochgegangen. Ah, da vorne ist unser Boot. Wir nehmen jetzt das mit. Also was gibt es für Pokémon in der Nacht in einem Maze-Biom? Irgendwelche Stahl- und Erd-Pokémon. Noch sind keine Pokémon zu sehen hier. Ich habe die Spawnrate jetzt auch noch nicht höher gestellt, aber es wäre natürlich schon viel gemütlicher. Wir haben ja einen leistungsstarken PC. Keine Lecks, nix. Performance ist auch besser geworden. Und wir haben hier die ersten Azalebe, nicht Azalebe. Abikoko-Bäume, ja. Gut. Wo war Ansandan ist zum Beispiel hier. Noch ein bisschen zu hochlevelig. Wo ist er jetzt hin? Doch einen gesehen, der eine andere Farbe hat. Ah, hier. Sehr schön. Der erste ist ein weißer, aber der hat scheinbar keinen. Wird es sehr schlecht platziert. Okay, wie kann ich jetzt das am besten ernten oder so?
haben die echt nicht mehr. Sie droppen wirklich auch nichts. Oh je. Und wenn man die abbaut. Ah, hier ist zum Beispiel eine, das nach oben geglitscht ist. Nochmal einen. Okay. Mindestens einen haben wir. Und den können wir jetzt anpflanzen. Also Weiß haben wir schon mal. Nackli. Wie machen wir das? Wir machen wahrscheinlich nicht genügend Schaden, ja. Doch mal Doppelklick. Doppelkick. Und jetzt doch einen besseren Pokéball, weil wir noch Geld haben. Nackli. Segmentgestein. Gut. Drei, um fertig zu werden. So. Oh, ein Lavita. Probieren wir auch noch zu finden. Ja. Sieht man. Klappt gut. Andesit. Okay, nehmen wir. Ja. Und das später mitnehmen. So, also. Machen wir hier mal Wolle. Wir müssen unbedingt zurück. Solange wir nicht viel tragen können, müssen wir ab und zu zurückgehen können. Es macht keinen Sinn, die ganze Zeit aufgehalten zu werden. So, und dann pflanzen wir die Apikokos auch an. Wie immer auch in der Insel, denke ich mal. Ja, sind ja nur zwei. Aber der ist schon gewachsen. Sehr gut. Jo, ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, im nächsten Part. Machen wir dann mit den neuen Pokémon etwas, ein bisschen leveln und ja, die Bäume auch ein bisschen fällen, die neuen. Ja, vielleicht ein Haus bauen schon. Wir machen mal hier drauf irgendwo, ah, die Bäume weg zuerst. Okay, gut. Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss.